Ein Buch, fünf Fragen. Spielregeln für Game Changer. Ein Buch von Dr. Kerstin Friedrich. Menschen wollen etwas bewirken und brauchen Anerkennung und Wertschätzung für das, was sie täglich leisten. Der Blick hinter das Cover. Frau Dr. Friedrich, mal auf den Punkt gebracht, worum geht es in Ihrem Buch? Es geht vor allem darum, wie man im Team wieder gemeinsam Spaß an Leistung hat. Es geht darum, dass gute Leistungen wieder gesehen werden, und zwar auch alltägliche gute Leistungen. Und zwar von jedem im Unternehmen. Es geht darum, die gesamte Intelligenz des Unternehmens zu aktivieren und darum, eingeschliffene Verhaltensweisen über Nacht zu verändern. Und es geht darum, wie wir über radikale Transparenz, Gamifizierung und eine ganz große Portion Sozialpsychologie die Art, wie wir arbeiten, ganz anders gestalten. Und was macht Ihr Buch aus? Also, was ist das Besondere an Ihrem Titel? In dem Buch wird eine Methode vorgestellt, die in Deutschland noch völlig unbekannt ist und in USA aber schon von vielen tausend Unternehmen sehr erfolgreich angewendet wird. Und diese Methode basiert auf dem Ansatz The Great Game of Business. Dieser Ansatz geht davon aus, dass jeder Mitarbeiter, wirklich jeder, auch das Reinigungspersonal, in der Lage ist, das Geschäftsmodell zu verstehen, die Finanzsprache zu erlernen und wichtige Beiträge zum Erfolg zu leisten. Im eigenen Bereich, aber auch weit über den eigenen Tellerrand hinaus. Und diesen Menschen wird in diesem Ansatz eine Stimme gegeben und ein System, in dem wir alle uns gemeinsam immer vor Augen führen können, wie wirksam wir sind. Wir haben es also mit einem Ansatz zu tun, dem ein ganz anderes Menschenbild zugrunde liegt als der klassischen Managementlehre, nämlich dem Menschenbild der positiven Psychologie. Menschen wollen etwas bewirken und brauchen Anerkennung und Wertschätzung für das, was sie täglich leisten. Auf den ersten Blick sieht sie so aus wie so eine weitere Manipulations- und Motivationsmethode. Sie wirkt aber nur, wenn man ernsthaft am Wachstum und an der Entwicklung von Menschen interessiert ist. Sowohl an der eigenen Entwicklung als Führungskraft und natürlich auch an der anderer. Wann kam der Moment, in dem Sie wussten, das Buch schreibe ich? Was war der Auslöser? Ich habe 25 Jahre als Strategieberaterin mit angesehen, wie viel Potenzial in Unternehmen verschwendet wird und wie viel Potenzial in Teams schlummert. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das irgendwas mit Führungsmodellen zu tun hat oder mit der Eigenschaft von den Leuten, die das Unternehmen führen. Ich habe dann sogar noch Psychologie studiert, weil ich vermutet habe, dass ich dort den Schlüssel finde, was gute Führung ist. Als ich dann bei Great Game of Business war und da erfahren habe, dass man gar nicht an Menschen rumschrauben muss, sondern dass wir nur die Art, wie wir Arbeit organisieren, verändern müssen, da hat mich das irgendwie wie so ein Blitz getroffen und da war vollkommen klar, diese Art zu denken soll auch nach Deutschland kommen. Mal ehrlich, wie viel persönliche Erfahrung steckt drin in Ihrem Buch? Ich habe vor ungefähr 5 Jahren die Methode in den USA kennengelernt und sofort mit vielen mutigen Pionierunternehmen in Deutschland ausprobiert, als ich nach Hause gekommen bin und sie auch weiterentwickelt und an deutsche Verhältnisse angepasst. Das Buch steckt also voll von Praxiswissen und man kann im Grunde sofort loslegen, auch ohne, dass man da einen Berater oder Trainer zu braucht. Es steckt aber auch viel Grundsätzliches zum Thema Führung und systemische Rahmenbedingungen drin, weil es sehr wichtig ist, dass man versteht, warum dieser Ansatz wirklich ein komplett anderes Denken erfordert. Wer kein Freund von Theorie ist, kann es aber auch auslassen und sich rein auf den Praxisteil beschränken. Und was würden Sie sagen? Wen wollen Sie erreichen? Für wen ist das Buch die perfekte Lektüre? Ja, alle Führungskräfte, die raus wollen aus dem, was ich das Papi-Mami-Modell der Führung nenne, für die ist das Buch geschrieben. Dieses Papi-Mami-Modell ist das, was wir praktisch unser ganzes Leben lang lernen, nämlich es gibt immer irgendjemanden über uns, der glaubt, für alles verantwortlich zu sein, der glaubt auch immer, alles wissen zu müssen, der alles organisieren muss und der dafür sorgen muss, dass alle Leute mit so einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche auf Spur gehalten werden müssen. Also so ähnlich, wie wir es bei Papi und Mami auch zu Hause lernen. Also wir glauben ja nach wie vor, dass ein Vorgesetzter schon in dem Moment an, in dem er eine neue Position hat, irgendwie überlegen ist den Leuten, die er zu führen hat und auch besser weiß, wie die Dinge laufen. Das ist natürlich blühender Unsinn. Also alle, die ahnen, dass sie es mit Erwachsenen zu tun haben und nicht mit Kleinkindern in der Führung
Und die wissen, dass unglaublich viel in ihren Mitarbeitern steckt, aber nicht genau wissen, wie sie das hinbekommen, das alles zu aktivieren. Und für alle, die ahnen, dass wir viel mehr Anerkennung und Wertschätzung brauchen im täglichen Arbeitsleben, dass wir mehr Erfolgserlebnisse brauchen und mehr Spaß bei der Arbeit. Frau Dr. Kerstin Friedrich, vielen Dank. Ein Buch, 5 Fragen. Spielregeln für Game Changer. Das neue Buch von Dr. Kerstin Friedrich. Erschienen im Gabal Verlag. Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de.